Hallo, herzlich willkommen zu meiner Let's Play, zu meinem Let's Play mit Watch Dogs Legion. Ich werde euch ein bisschen erzählen, wie es überhaupt so ist, wie es aussieht in der kurzen Zeit, die ich habe. Und damit, ja, geht's los. Es ist ein Spiel erschienen, das heißt Ghost Runner, und das ist richtig abgefahren. Ist ein Cyberpunk-basiertes Spiel, also überall sind diese typischen Cyberpunk-Farmen und so weiter, in der man viel rumspringt und mit einem Samurai-Schwert andere erledigt. Und habe auch noch ein paar Platten mitgebracht, um darüber zu sprechen, warum eigentlich Vinylplatten so viel geiler sind als zum Beispiel Spotify. Los geht's. Und dieser nice Vaporwave-Techno oder wie man dieses Genre nennt, das passt halt auch so gut und es ist auch so motivierend beim Spielen. Ich habe tatsächlich bei Spotify eine Playlist namens Cyberfunk, wo ich auch so eine Mucke drin habe. Als zum Beispiel Spotify. Erzähl mir mal lieber, wie es zu Man U kommt, weil das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Ist es so wie bei den ganzen Dortmundern, die nach dem Klopp zu Liverpool gewechselt, plötzlich alle seit 10 Jahren Liverpool-Fan sind? Gesprochene Sprache habe ich mal auf Englisch gelassen, weil wir sind ja auch nun mal in London. Übrigens komplett absurd, links zu fahren. In London. Gut, sei mal, ich habe das schon durchgespielt. Hab gestern bis zu einem bestimmten Punkt nochmal vorgespielt. Aber es war gar nicht DedSec natürlich, denn DedSec sind ja wir, DedSec sind die Guten. Nehmen wir erstmal das hier mit. Geil. Wenn gerade was Schnellreisen angeht oder manchmal auch Missionsladen und so, da sitzt du halt irgendwie mindestens eine halbe Minute davor. Und das ist langsam echt ätzend, weil sich dadurch, je öfter es vorkommt, natürlich immer mehr zieht. Es gibt einen Multiplayer zu Watch Dogs Legion. Allerdings ist der noch nicht verfügbar. Und das, meine Damen und Herren, finde ich ätzend. Sowas, also, wenn man sich ein Spiel holt für 60 Euro, dann will ich bitte schön, dass alle Features verfügbar sind. Da steht halt verfügbar ab Dezember 2020. Ich verstehe ja, Server, dies, das, alles schwierig. Aber es wäre schon schön, auch jetzt schon den Online-Modus zu haben. Dass man alle Fähigkeiten, die man hat gelernt, wieder verloren hat. Kann man helfen oder was? Und es ist schon bemerkenswert, wie viele sie haben einsprechen lassen. Vielleicht wurde das Spiel auch nur verschoben, weil man diese ganzen Leute einsprechen musste. Keine Ahnung, aber ihr seht schon, das ist gerade nicht besonders schwer. Gut. Und jetzt kann ich so ganz frei, wie ich Lust und Laune habe, durch London fliegen. Und ich meine, das ist schon technisch beeindruckend. Ja, besonders viel Weitsicht hat's nicht. Also wenn ihr euch hinten das mal anschaut, das sind jetzt natürlich Blöcke, die sich dann, und auch hier vorne, nach und nach erschließt sich die Welt. Oh Mann, jetzt nerven die alle. Kacke. Das ist so schwer zu labern und zu spielen. Ja, mein Job, geil. Ich wollte gerade sagen, was haben wir uns denn nur ausgesucht? Ich war total interessiert an diesem Spiel, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich Fan des Cyberpunk-Genres bin, weil ich mich mit Themen auseinandersetze, wie irgendwie Überwachung und wie cool ist es, dass in London jetzt schon in der Innenstadt überall Kameras sind. Ja.
Und das können ja auch, das sind ja so viele philosophische Fragen, die dann da auch aufkommen, die halt eben so ein Ghost in the Shell oder so auch schon hinter sich hat. Und da bringen sie aber wirklich gar nichts Neues rein, ne? Also es ist schon nicht so besonders innovativ. Aber es gab mal eine Mod für Vice City, die hieß GTA Berlin. Und ich meine hier, das musst du zwar auch verstehen, aber das hast du halt auch schon x-mal gesehen. Also das ist eine bekannte Art von Minispiel. Dinge verknüpfen und verknoten irgendwie oder entknoten, whatever. Ja, da hätte man sich trauen können, mehr in die Tiefe gehen zu können. Andererseits, es ist halt auch ein Casual-Spiel. Es soll ja auch auf dem Massenmarkt funktionieren. Sobald du Begriffe lernen musst, kann ich natürlich auch verstehen, warum der Investor sagt, du, das macht der 13-Jährige nicht, der auf den blinkenden Hut steht. Ja, ich glaube, der Kompromiss ist das Problem. Ja, der Kompromiss, genau, möglichst viele Leute ansprechen zu wollen. Ich glaube, ich höre jetzt auch auf mit dieser Drecksmission, weil das, naja, also sorry, das dauert mir auch zu lange und ich glaube, ihr habt gerafft, was Sinn der Sache ist. Wobei ich finde, dass du die Mission gerade nicht geschafft hast, spricht nicht unbedingt dafür, dass es zu einfach ist. Einfach ja, herausfordern, kann man nicht die Erlaubnis machen? Zu haten, so, warum machen die diesen Job, wenn die es gar nicht können? Ja, das frage ich mich auch gerade. Studier jetzt wieder, Leute, es reicht mir! Down.